So, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu, wir machen heute weiter mit unserer Reise. Und zwar über die... Müsste Route 13, 14 sein mittlerweile. Ja, wir machen heute weiter... Oh, ein Sichlor. Und jetzt kommst du mir mit dem scheiß Trainer. Das ist ein Sichlor und ich habe einen Trainer. Im Moment kommt noch ein scheiß Trainer um die Ecke. Fuck you. Na gut, wir müssen jetzt noch diesen Vogelprofi hier raus, bevor er dann erst... Der mir tatsächlich da mit dem Tauboga um die Ecke kommt. Okay, dann machen wir das so. Ja, ich hoffe, euch haben die letzten Folgen gefallen. Wir sind ja relativ durchgekommen. Und heute geht es auf jeden Fall weiter mit unserem großen Abenteuer. Level 39, das Tauboga. Agilität. Oh Mann, ich will dieses Sichlor fangen und nicht jetzt mit so einer Kinderscheiße anfangen wie... Oh, ich muss mich doch heilen. Naja. Oh, geh mir nicht, bitte nicht auf den Sack jetzt mit so einem Nähr... Deinen Tod eigentlich so unnötig weit herausfordern. So, jetzt sind wir mal auch gut. Jetzt ist dieses Tauboga gar nicht down. Er kommt mit einem Ibitak. Jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen auf unseren Freund Pikachu. Heute geht es auf jeden Fall bis Fuxania sind die rein. Komme, was wollte ich? Denke, das wird eigentlich alles so ziemlich realistisch sein, dass wir es heute schaffen. Und vielleicht in der nächsten Folge tatsächlich dann anfangen können mit der nächsten Arena. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Safari-Zone. So, weg mit Ibitak. Ja, der ist besiegt. Ich will mir jetzt mal diese Sichlor hier oben holen. Oh nein, jetzt kommt noch ein Trainer. Und dieses Sichlor hat sich so weit reingezogen, dass ich jetzt quasi die 2-3 Trainer noch machen muss, bevor ich dann da wirklich rankomme. Ein Punker. Mit einem Pokémon und zwar einem Smogmog. Ich will auch nur dieses Sichlor fangen. Ich meine, die Trainer hatte ich ja sowieso gemalt, aber... Ja, ist klar. Ich bin zwar unter der Erde, aber seine Toxin trifft trotzdem. Ist mir fast klar. Gut, es neutralisiert das Gift, das ist immer gut. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet immer noch. Für Leute, die fragen, die Frage ist nämlich jetzt aufgekommen in der heutigen, in der gestern, vorgestern Folge. Dieses Spiel ist übrigens für den Nintendo Switch. Ich habe dort eine Capture dran und die am PC angeschlossen und dementsprechend kann ich über den Nintendo Switch auch YouTube-Videos machen und aufnehmen. Also das Spiel gibt es nicht für PC, sondern wirklich nur rein für den Nintendo Switch. So, erstmal Golbat mit einem Nent-Toxin. Gut, dann machen wir das doch so. Dann nehmen wir dafür Konfu-Strahl mal raus. Was kommt dieses Golbat mal bitte herkommen? Dieses. Nein! Nein! Das war mir so klar! Dieses Sichtloch steht vor mir und. Ich muss mein Pokémon mit entwickeln sich einfach nicht, auch wenn ich zum Level aufsteigen lasse. Ja, schön, du musst wahrscheinlich einen Stein einsetzen. Nachdem, was du da hast. Oder ein Pokémon zum Tauschen. Was hat er denn? Ein Marshock. Ja, muss es tauschen. Na gut. Drei Trainer noch auf dem Weg, bevor ich dieses. Bevor ich links für sie angreifen kann. Bevor ich sie noch mir packen könnte. So. Jetzt
für die Kopfnuss ein, damit ich mal ein bisschen spare und jawohl, es ist down. Endlich. Und Level 40 für Akani. Darauf wollte es besiegt. Ja, ich musste drei Pokémon. Oh Gott, endlich kann ich in diese Sichlor mal ran. So. Oh, ein großartiger Wurf. Yes! Am ersten Pokémon, im ersten Mal ein großartiger Wurf und ein neues Pokémon. Jetzt gibt es schöne Erfahrungspunkte. 891. Und es reicht für Level 30 bei mal Hypno. Und dafür hat sich das tatsächlich ein bisschen gelohnt. Wenn ich ehrlich bin. So, Sichlor auf jeden Fall ein ist drin. Das war der Plan an der Sache. So. Nehmen wir den Pokéball hier mal mit. Das ist ein Nugget. Das heißt, ich kann jetzt weitergehen in die... Jetzt kann ich rechts abbiegen hier. Weil ich will mir gerne die dressischen Trainer noch holen. Die auch auf diese Route sind. Weil ich wollte nur das Sichtrohr eigentlich. So. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier tatsächlich auftaucht. Aber okay. So. Genau, dann nehme ich mir hier oben noch die beiden Trainer vor. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr, ne? Nein. Okay, dann mache ich mal hier kurz hin weiter. Wir flitzen hier auf durch die Landschaft, weil es hier wenig gibt, was einem im Weg rumsteht. Ja. Würde ich mal so auch behaupten. Ach Gott, dann habe ich jetzt die Sichlor eigentlich. Das tut gut. Der Werner, der möchte mit einem Magma gegen uns ankommen. Er wollte mit, Feuerschlag angreifen, das bringt ihm aber herzlich wenig. Und Magma ist schon Geschichte. Dieser Trainer hier noch, oder ein paar Trainer hier noch. Ich glaube, wir können sogar tatsächlich hinkriegen, dass wir die komplette Route geschaffen und dann in der nächsten Party in die Arena gehen. Das ist so die grobe Planungsrichtung. So. Schlagbohrer. Da hat mal Ärger bekommen. Ah, es war mir klar, dass es Rion das wegsteckt. Jetzt setzt er natürlich wieder Schlagbohrer ein. Ah, das tut der Makani aber nicht gut. Ne, definitiv nicht. Das war das. So. Diese Hitzewelle packen könnte. Und damit ist dieser Trainer dann Rion zumindest mal vorerst los. So, ich muss jetzt auch mal ein Pokémon wechseln auf dieser Route. Wen nehmen wir denn da vorne mal hin? So. Ah, Garados, komm. Allein um auch ein bisschen AP zu sparen jetzt gerade gegen Akani, packe ich mit Garados jetzt mal nach vorne. Ja, auch dieses Garados steckt doch durchaus mal einiges weg. Das haben manche Leute schon richtig erkannt. Garados ist ganz schlecht, aber Garados wird definitiv irgendwann auch gleich auf dem Team fliegen. Wahrscheinlich sogar schon im übernächsten Part, ich weiß es noch nicht.
So. Hier fängt mit Tiefschlag an. Mal gucken, ob es eine Kaskade wegsteckt. Aber nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Tschüss, Radikal. Er hat noch eins. Jetzt fang nicht bitte mit dem gleichen Mist an. Fangen wir jetzt nicht wieder mit dem Tiefschlag an oder irgendwie so Mist. Ja, komm, mit Knirscher. Oh, dieses Radikal steckt tatsächlich weg. So, probieren wir jetzt mal mit Drachenpuls. Das wird auf jeden Fall. Weil da steckt jetzt auf jeden Fall nicht weg. So. Ich glaube, das dürfte sogar Route 14 sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Routen 14 und 15. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hatte mal nachgeguckt. Ich meine, es wären 5, 14 und 15. So. Ich muss dringend gleich im Pokémon-Supermarkt nochmal neue Dings holen. So, dann haben wir hier noch einen Trainer. Den ich eben gerne mitnehmen würde. Das ist auch wieder so ein Vogeltyp ist. Das heißt, für Pikachu dürfte das eigentlich ein gefundenes Fressen werden. So, nein, von dieser Legende habe ich noch nicht gehört. Ich werde auch nicht jetzt jeden einzelnen Trainer stimmlich synchronisieren. Seht es mir mal bitte ein bisschen nach. Er hat einen Nibeltag auf jeden Fall. So, das Nibeltag hat er auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Kommen wir mal im Ruckzuck. Ich hasse das, wenn die dann wirklich so noch Dacken ersetzen, die sind den Tod, den eigentlich sicheren Tod, dann noch heimlich so ein bisschen verzögern. Bei Taubos, also auf Taubos gegen Pikachu schon eine große Chance gehabt hätte. Vor allem nicht bei dem Levelunterschied mittlerweile. Pikachu ist ja mittlerweile fast Level 46. So. Dann geht's jetzt hier mit dieser jungen Dame weiter. Ich guck mal auf meine Uhr. Wir haben Zeit genug. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann müsste das jetzt nämlich Route 15 sein, die jetzt östlich von Fuxania City geht. Also wir sind jetzt straight unterwegs Richtung Fuxania City. Oh, er setzt ein Aquana ein. Oder sie. Ein Aquana haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Blitz und Flamara müssten wir, glaube ich, gesehen haben. Ein Aquana haben wir noch nicht gesehen. Beziehungsweise, doch, haben wir schon gesehen, natürlich, klar. Weil wir haben die ja bei Bill damals gesehen. Oh, es war Surfer. Eine mal die gefallen. So. Einunddreißig für Hypno. Und gegen Sandama wird Pikachu nicht viel machen, aber das wird ein Ding für unser Bisaflor. Ich denke, das sollte ziemlich realistisch sein, dass dieses Pokémon keine Chance hat. So, mal gucken, was wir von den einen. Setzen wir mal Blättertanz wieder ein. Okay. Oh, Bisaflor war Level 43 sogar schon. Tut es. Ja, Bisaflor Level 43, liebe Leute. Und Pikachu erreicht Level 46. Und dieses... Oh, ich habe mich jetzt verlesen. Ich hatte ja nicht erst Diktri gelesen. Und deswegen dachte ich mir, jo, bleibst du schon auf Bisaflor. Aber Dodri ist vom... Nein. Das war natürlich jetzt nicht so gut klug gewesen. Dodri wird definitiv nicht erledigt werden. Das heißt, ich muss wechseln.
Ah, Fail von mir. Das heißt, der Wechsel von dieser Flur auf Pikachu. Ah, ich weiß jetzt Pikachu. Ah, das ist ärgerlich, natürlich, klar. So. Und Donnerblitz. Ich brauche dringend mal ein Pokémon-Center. So, und Dodri hat keine Chance. Und damit ist diese Ast-Trainerin, glaube ich, ist es, down. Ja. Super. Wunderbar, haben wir das auch erledigt. Kein Top. Ah, Gott, mein Top-Elixier. So, dann haben wir das soweit auch. Ich glaube, da oben, weiß ich nicht, ob es da oben noch was weiter gibt. Also, ich werde jetzt kurz da oben noch reingucken und werde dann wieder zurückgehen. Weil ich will diese Route ja gerne heute in diesem Part erledigen. Oder. Ja, gute 14.15 Uhr, also war es doch richtig. Was haben wir hier? Oh, ein Taurus. So ein Pokémon, die ich normalerweise nicht hier erwartet hätte, schon. Die hätte ich erstmal für Farizon erwartet, aber wir nehmen sie gerne mit, nämlich Sichlor und Tauros. Oh, ein Farbeffekt. Komm, jetzt bleiben wir auch drin. Eins, zwei. Jawohl. Nein! Das bleibt doch mal. Es mag doch nicht gerade drin so bleiben. Schade, ich hätte es gerne gehabt. Im ersten Wurf. Na, diesmal nicht. Komm. Wieder nichts. Komm. Yes. Tauros gehört auch jetzt in unser Repertoire. 436 Erfahrungspunkte. Es reicht für Level 39 für Gyarados. Oder weil fast alles Level 40. Na gut, es geht nur um den Eintrag. Wir haben Tauros auf jeden Fall jetzt sicher wieder dabei. Also nicht im Team, aber so immer. Wir haben drei Hyperbälle mit, die wir an dem Tauros verbraten haben. Eigentlich wollte ich hier oben weitermachen mit Route 15. Zumindest dem oberen Teil der Route. Das ist eine Ast-Trainerin. Das haben wir hier unten. Zu mir, Tauros. Hi, das war keine Absicht. Oh, ein Blutzug. Blutzug haben wir Blutzug schon? Also häufig das Tauros. Haben wir Blutzug schon? Ich weiß es nämlich nicht, wirklich nicht. Ich vermute, dass wir es haben. Nein, haben wir noch nicht. Ich glaube, nee, Blutzug haben wir noch nicht tatsächlich. Aber jetzt. Jetzt haben wir 41 für Golbat. Doch, dazu können wir schon. Okay, ich dachte mir eigentlich, normalerweise müsste doch da ein Kreis angezeigt werden. Oh, ja, das war keine Ahnung. Ja, ist egal, wir machen es sowieso. Wenn du verlierst, lässt du deine Moneten rüberwachsen. Verstanden? Nein. Okay, kommt jetzt mit Arbok. Hat auch nur ein Pokémon. Mit 8 Level plus für Pikachu. Oh, ah, Pikachu trifft daneben. Und es kommt natürlich mit seinem Spezialmove Gift-Hieb. Jetzt aber. Der zweite Donner trifft da nicht. Ich bezweifle aber, dass es drin direkt killt. Ich glaube nicht. Na, meine Vermutung war durchaus richtig. Ich hatte gehofft, dass es das irgendwie kriegt. Aber irgendwie dann doch nicht. Gut, dann packen wir jetzt mit dem Donnerblitz hinterher und damit müsste dieses Arbok auch Geschichte sein. Jawohl. Und zwar problemlos. So, der gute Arne ist besiegt. So, das Gute ist, hier tauchen keine random Pokémon auf, sondern man sieht zumindest, wohin sie kommen. Woher sie kommen.
was da so ist. Ich weiß, sie haben eine Arzttrainerin, den Trainercoach hier. Die kümmere ich mich jetzt auch gleich, aber ich werde jetzt kurz mal eben hier gucken. Da ist nämlich irgendwo ein Item, und zwar hier. Ja, die TM47 Server. So, jetzt kümmere ich mich um dich hier kurz eben. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Ja klar, warum nicht? Ich glaube, du hast einen Knuddeluff, oder? Ich meine nämlich irgendwie Pixie Knuddeluff irgendwie so in die Richtung. Oder beides. Pangela, okay. Ja, zwischendurch weiß ich noch immer, welche Trainer welche Pokémon besitzen. Aber es ist nicht immer klar. So, was machen wir denn? Vor allem nicht mit Pikachu gegen ein Pflanzen-Pokémon. Das wird natürlich nicht machbar sein. Deswegen gehen wir auf Miguel. Also unser Arcanian Feuer-Pokémon. Hat natürlich durchaus einen Vorteil gegenüber einem Pflanzen-Pokémon, wie Pangela letztendlich ist. So, okay. Pusht sich gerade mal ein bisschen seine Spezialverteidigung, seine normale Verteidigung. Das bringt ihm aber wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, das sollte trotzdem reichen. Und zwar so war es von. Tschüss, Pangela. Bye, bye. So. Du kurz deinem Golking. Dieses Golking soll die ganz schnell besiegen. Weil. Wenn ich ehrlich bin, wird das wahrscheinlich die fiese Attacke Hornbohrer besitzen und das ist fast hier eine 100% Attacke. Und es ist ein K.O.-Treffer. Das ist das Riesenproblem. Also müssen wir Goldking besiegen, deswegen direkt mit einer Attacke drauf. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Direkt mit Blättertanz volle Pole drauf. Komm, kill es direkt, bevor es irgendwie Ärger machen würde. Jawohl. Tschüss, Goldking. So, du irgendwie mir was antust. 41 für Akani. Super. Was haben wir hier noch? Ach, ein Duflo. Okay, das glaube ich haben wir schon. Ansonsten fangen wir das jetzt gleich. So, ich möchte gerne diesen Trainercoach noch besiegen. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Weil ich das weiß, weil ich sie persönlich zu dem gemacht habe, was sie sind. Du willst auch stärker werden. Dann sehe ich. Wie wär's im Kampf gegen mich? Ja klar, warum nicht? Okay, mach dich bereit. So, Mashok. Auf jeden Fall setzt es ein. Setzt die ein. Okay, es gibt doch schon Welt, aber Durchbruch gibt es nicht. Was gibt es denn? Der hier. Komm, mach es kaputt. Töte es, bevor es Eier legt. Okay. Durchbruch. Bist du jetzt nicht hier im Durchbruch, oder? Weil die habe ich, glaube ich, schon. Die müsste ich schon haben. Und damit drauf auf. Erstmal Mashok, das Ding nochmal down kriegen. So, dann weiß ich jetzt, worauf ich dran bin. Magma, Magma. Das kann doch nicht nur eins sein. Bedeutet nämlich unser gutes Garados. Na komm. Und drauf. Ich denke, mit Kaskade sind wir auf der richtigen Wahl. Kaskade. Ja. Magma ohne jede Chance. 32 Hypno. So. Was haben wir denn hier? Themen 31. Feuerschlag. Sehr gut. Na gut, aber wir können leider keinen unserem Feuer-Pokémon keine Attacke beibringen. So, dann machen wir zweite mit Route 15. Dann haben wir hier nämlich noch die zwei Trainer. Ein Trainer, glaube ich, oder zwei Trainer sind es noch. So, Blutzug weiß ich, das haben wir. Das haben wir mittlerweile von gefangen. Jetzt haben wir noch einen Trainer, einen Punker. Oder wahrscheinlich zwei oder drei Punker sind das. So viele sind das nicht mehr. Das sind wir nämlich durch mit der Route bald. Pikachu, der könnte jetzt. Das war's. Es war mir klar, dass wenn Donner nicht trifft, deswegen setze ich jetzt auf mein Psycho-Pokémon. Ich muss es tatsächlich irgendwann mal riskieren. Wenn ich jetzt wandern. So, Psychokinese. Kehrtwende.
War mir klar, dass du mit einer Käferattacke kommst. War das gerade kommt zu Mami zurück? Mani. Slime Rock, okay, das ist nichts anderes. Aber Slime Rock das wahrscheinlich locker überlebt. Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Gehen wir auf Akani. Ich schau mal ein bisschen an meine Grenzen. Das gefällt mir nicht. Gut, dann gehen wir jetzt runter in die Erde. Ach, leck mich doch. So, einmal Geschichte. Oh. Kein weiteres Level-Up für irgendwen aus dem Team. So, das ist jetzt natürlich weiter so ein Raserfall und ich mache das jetzt einfach so. Ich versuche jetzt irgendwie mich durchzubeißen hier durch diesen Kampf. Ja, durch diese Route. Das sind viel zu ganz witzig, ne? So, Raser, einmal kurz. So, jetzt machen wir mal. Komm, mach es down. Schnell kaputt machen. So, Razov down. Und Mani ist besiegt. Sah ja wirklich so aus, als würde ja Razov kommt zu Mami zurück. So, ich glaube, dann sind wir auch durch. Ne, einer noch, oder? Ich glaube, dann ist es diese junge Dame hier noch. Und dann müssten wir eigentlich durch sein mit der Route. So, einmal drauf Pikachu wieder hochholen. Und den Hypertrank. So, das hoffe ich, dass ich dich noch kriege. Weißt du, ich lebe ganz allein daheim. Deswegen habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Ja, so kann man sich die Zeit auch vertreiben. So, die gute Tia möchte uns herausfordern mit einem Fukano. Sie hat übrigens drei Pokémon. So, ich setze mich auf die Donnerblitzattacke. Das ist Geschichte, das Pokémon. Sie bleibt sogar beim Fukano. Halt jetzt nicht drei, wirklich eins auf drei Fukanos, oder? Ich vermute es. Ich vermute es. Ja, natürlich hat es drei Fukanos. Okay, war mir irgendwie fast klar. Sehr eintönig, aber wie gesagt, besser als drei Fukanos als sechs Carpados. Und tschüss, Fukano. Und damit ist das Thema mit der jungen Dame hier gegessen. Die gute Tia muss sich wohl wieder allein daheim beschäftigen. So, jetzt haben wir noch. Da haben wir noch einen Trainer. Naja. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon dabei rufen. Ja, super. Nett, toll. Ja, viele, viele Trainer hier auf dieser Route, muss ich sagen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie gefühlt der 12. So, er hat nur Nodri. Mit Level 39. Wenn er Donner greift, ist das Ding immer Dodri schon erledigt. Das ist kein Problem. Dodri ist down. Ich glaube nicht, dass es das packt. Nein. Step-Bonus. Doppelte Stärke. Und. Kein Problem. Für Pikachu gegen diesen guten Herrn. Unser Vogel-Pokémon. So. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt durch sind. Oder haben wir nochmal einen Trainer? Nein, wir sind durch. Mit der Route, mit den Routen 14 und 15. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon
Let's go, Pikachu. Und ich hoffe, ich schalte auch wieder in der nächsten Folge ein, wenn es dann in Fuchsane City wahrscheinlich um den 5. Arena-Orden geht. Bis dahin und tschüss.